Es schneit, komm alle aus den Haus, die Welt, die Welt, die Ziegel pudert aus, meine Reifen stecken in Schnee fest. Das war eine kleine Singanlage, ich hoffe, euch hat das nicht gestört. Wie geht's mir denn heute? Mir geht's soweit gut. Bei dem Schnee, ich liebe halt Schnee und deshalb hab ich euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht. Ich werde jetzt jeden Monat eine kleine Geschichte euch vortragen. Ich übe mich auf der Bühne, mich zu präsentieren. Viel Spaß! Ihr kennt doch alle den Schneemann mit drei Kugeln. Aber die sind so fett, die drei Kugeln, weil die Kinder so gerne den Schneemann bauen. Es war mal ein Schneemann, der hieß Kugelschneemann, weil der so dicke Kugeln hatte. Und eines Tages war der so kugelrund, weil die Kinder ihn so kugelrund gemacht haben. Da kam ein Rentier vorbei, was nur zwei Beine hatte und der Schneemann traute seine Augen nicht, weil das Rentier einen Rollstuhl hatte. Es gab nur kein Rentier mit Rollstuhl, dachte er sich. Aber seine Augen wollten das Bild nicht loslassen von dem Rollstuhl-Rentier. Und er traute sich gar nicht, das Rentier anzusprechen, weil das Rentier so cool aussah mit dem Rentierrollstuhl. Und er musste einen Mut zusammennehmen, um das Rentier anzusprechen. Hallo, liebes Rentier, sagte der Kugelschneemann. Wo kommst du denn her? Wieso hast du keine vier Pfoten? Und das Rentier antwortete, weil ich ein behindertes Rentier bin. Ja, ihr habt richtig gehört, liebe Zuschauer, das Rentier war behindert. Und das Gespräch ging weiter. Und ich fühle mich so kugelig, sagte der Niemand zum Rentier. Oh, was machen wir denn da? Ich muss abnehmen. Oder ich baue dir auch einen Rollstuhl. Einen Rollstuhl, Schneemann. Wie findest du das? Fragte das Rentier. Der Schneemann antwortete, juhu, dann kann ich noch mehr fressen. Noch mehr Schnee fressen. Das Rentier freute sich, dass der Schneemann sich freute. Und so bauten sie für alle, die im Winter nicht richtig durchkommen, ein Rollstuhl oder ein Rollstuhlschlitten. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und der Schneemann sieht eben so rockig aus, weil der eine Lederjacke anhat. So, ich hoffe, euch hat die Geschichte gut gefallen. Macht den Daumen nach unten, wenn euch die Geschichte nicht gut gefallen hat. Ich bin noch in der Übungsphase. Und wenn natürlich die Geschichte euch mega hammer gut gefallen hat, dann Kommentare nicht vergessen und Daumen hoch nicht vergessen. Und noch eine Sache, ihr könnt ihr euch selber überlegen, wie der Rollstuhl vom Schneemann aussehen soll, ob der voll Schnee ist oder wie ein Schlitten oder wie ein fliegender Schlitten. Und
Weihnachtstage, wenn wir uns nicht mehr sehen, natürlich kommt wieder die Weihnachtsfrau, die sexy Weihnachtsfrau. Bestimmt hat die nächste Mal wieder eine Überraschung für euch. Tschüss.